Sie hatte es nicht leicht. Mal hielt man sie nur für die Praktikantin, mal nannte man sie die schöne Dove, die nur für die schönen Bilder da sei. Die Rede ist von Delia Fischer, der Gründerin von West Wing. Obwohl sie häufig unterschätzt wurde, ist sie sich treu geblieben und steht heute mehr als jeder andere der Mitgründer für den Erfolg des Unternehmens. Und ja, ich glaube, man kann ihr attestieren, dass sie ein ziemlich gutes Näschen für Marketing hat. Diese Woche ist ihr Unternehmen West Wing an die Frankfurter Börse gegangen. Unsere Kollegin Hanna hat sie dazu noch mal porträtiert und das könnt ihr bei uns nachlesen. Wir haben uns mit einer weiteren Gründerin unterhalten. Die Rede ist von Pia Poppenreiter, die Gründerin von Olala. Sie hatte nämlich im Sommer groß angekündigt, einen ICO zu starten oder vielmehr zu initiieren, um dort 100 Millionen einzunehmen. Dann haben wir gewartet und gewartet und nichts passierte. Daraufhin hatte unsere Kollegin Pauline mal nachgefragt, was ist da eigentlich los? Sollten nicht eigentlich im Herbst jetzt die Tokens ausgegeben werden? Sie hat uns geantwortet und uns erzählt, wo die Probleme da stecken. Und das könnt ihr natürlich in dem Interview nochmal nachlesen. Ja, und die Arbeit geht nach der Show erst richtig los. Das betont DHDL-Investor Carsten Maschmeyer in der Gründershow Höhle der Löwen immer wieder. Wir wollten mal hören, wie diese Arbeit denn dann tatsächlich aussieht. Und unser Kollege Frank hat mal durchgeklingelt. Alles über Gründer, die ihren Pitch wie in der Theater AG vorbereitet haben, dann aber keine Antworten auf ganz normale Investorenfragen hatten und auch über Relation Manager, die nicht gleichzeitig in den Urlaub fahren dürfen. Das könnt ihr bei uns nochmal nachlesen. Die Mobilitätsbranche wartet letztlich auf den Startschuss, dass endlich E-Scooter erlaubt werden. Das sind die elektrisch betriebenen Kickroller oder Skateboards. Es gibt schon 3 Startups, die da schon Produkte entwickelt haben. Die wollen natürlich auch einen Sharing-Service aufbauen, ähnlich so wie mit diesen Leihrädern. Und unsere Kollegin Jana hat sich mit einer Chefin unterhalten von dem Unternehmen Wind. Die sind bekannt von Bike, also diese ganzen Fahrräder, die hier rumstehen, stationslosen Leihfahrräder. Bike mit Y. Ganz genau. Info. Ja. Und sie hat sich mit ihr hier unterhalten und sie hat erzählt, wie sie hier den deutschen Markt auf jeden Fall besetzen wollen. Und das könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen. Genau. Das war es eigentlich jetzt von uns. Macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.